Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, und zwar heute zu meinem Lesemonat September 2021, ihr Lieben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, ihr Lieben, und seid gespannt, denn in diesem Video werdet ihr 3 Jahreshighlights zu sehen bekommen. Ja, ihr habt richtig gehört, 3. Ich habe zwar in diesem Monat nicht sehr viel mehr gelesen als in den letzten Monaten, nämlich habe ich 6 ganze Bücher gelesen und eine Kurzgeschichte im E-Book-Format. Und trotzdem sind es 3 verdammte Jahreshighlights, die ihr in diesem Video sehen werdet. Das heißt, seid gespannt. Es sind nämlich 3 unfassbar unterschiedliche Bücher aus unterschiedlichen Genres, die wirklich unterschiedlicher nicht sein könnten. Wie oft habe ich jetzt unterschiedlich in diesem Satz gesagt? Deswegen bleibt dran, es wird ein tolles, sehr, sehr interessantes Video, wo es zum Schluss auch zu 2 der Büchern oder vielleicht auch 3 der Bücher, ich muss mich halt aussprechen, Leuten. Es ist Ende des Monats, ich habe gerade jetzt noch, heute ist der 30., ein Buch beendet. Ich habe Redebedarf, also es wird zum Schluss auf jeden Fall einen Spoiler-Teil geben. Ich muss mich dann halt einfach mal, ne, ich weiß jetzt noch nicht genau, zu welchen Büchern ich dann noch Redebedarf habe. Aber Spoiler-Teil folgt am Ende. Ja, ihr Lieben. Wie schon gesagt, habe ich 6 Bücher und ein E-Book, eine Kurzgeschichte gelesen, und ich würde sagen, wir starten mit Buch 1. Ich habe, wie gesagt, Redebedarf, es sind 3 Jahreshighlights dabei, ich bin total aufgeregt und auch so total, ne, also ich bin gerade noch so richtig, weil ich gerade ein Buch beendet habe und da bin ich unfassbar zwiegespalten drüber, deswegen, let's begin. Ja, ihr Lieben, wir starten tatsächlich auch direkt mit einem Jahreshighlight, das heißt, dieser Monat hat für mich unheimlich toll angefangen. Ich habe nämlich ein Buch begonnen, das ich letzten Monat, nee, beziehungsweise doch im August, Ende August in 2 verschiedenen Versionen bekommen habe. Nämlich einmal von der Bücherbüchse und einmal habe ich es mir noch in der normalen Ausgabe gekauft, weil ich es mit dem roten Farbschnitt so toll fand. Und wahrscheinlich werdet ihr jetzt schon wissen, um was es geht, nämlich Crave. Und wie ja schon angekündigt, habe ich mich ganz am Anfang des Monats dazu entschieden, dass ich dieses Buch sofort lesen muss. Und was soll ich sagen? Wir haben hier ein Buch, das wirklich unfassbar dick ist, hat tatsächlich schon fast 700 Seiten. Und doch habe ich dieses Buch innerhalb weniger Tage weggelesen gehabt, weil dieses Buch halt einfach unheimlich humorvoll aufgemacht ist. Erstmal kommen wir auf die Überschriften zu sprechen, Leute. Diese Überschriften waren für mich der Hammer. Ich weiß nicht, also ich habe auch schon von der einen oder anderen Seite gehört, dass Leute das kindisch fanden und den Humor nicht lustig fanden. Für mich war das der Hammer. Ich habe jedes Mal über jedem Kapitel die Überschrift gelesen und habe mich weggekugelt vor Lachen. Ich saß, das war irgendwie genau mein Humor. Ich fand den auch gar nicht kindisch. Ich fand es halt einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, immer oft auch in Bezug auf Buchtitel oder Serien. Ich fand das so lustig. Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen, als ich die Kapitelüberschriften gelesen habe, ne? Und dieser Humor zieht sich tatsächlich auch durch den kompletten Schreibstil und die komplette Geschichte, was ich super finde. Das heißt, wir haben hier keine Drama-Stimmung und philosophisch und melancholisch, ne, die ganze Zeit, sondern wir haben hier eine aufgelockerte Erzählweise, die wirklich lustig, humorvoll ist, immer gespickt mit so kleinen, reingeschobenen Witzen und das eben in die Handlung. Das fand ich so toll. In diesem Buch geht es um Grace und Graces Eltern sind gerade gestorben, deswegen muss sie zum Onkel ziehen, der da in Alaska lebt, weil er dort Direktor einer Akademie ist, der Cadmere Academy. Nach und nach stellt sich heraus, dass es an dieser Academy nicht mit rechten Dingen zugeht, denn dort gehen magische Wesen zur Schule. Und natürlich bandelt sie mit einem der Wesen an, die recht bösartig werden können. Weswegen das Ganze hier natürlich für unsere Protagonistin eine recht gefährliche Situation darstellt. Und was soll ich sagen, ich fand's toll. Es war eine Geschichte, die mich so ein bisschen zurückgeführt hat in meine Jugendzeiten. Ich habe da gelegen, ich habe gequietscht, ich habe es so gelebt. Wisst ihr, was ich meine? Und was ich sagen muss, viele Leute haben in Rezensionen geschrieben, dass dieses Buch nur so vor Klischees strotzt. Und was soll ich sagen? Ja, ich habe diese Klischees gesehen, aber sie haben mich keineswegs gestört. Ich war so verliebt in die Geschichte, ich war verliebt in die Charaktere. Ich fand den Love Interest super, ich fand generell, dass wir hier mehrere Arten von Wesen haben, ganz, ganz toll. Und ich habe es gefeiert. Ich habe dieses Buch, wie gesagt, an wenigen Tagen gelesen. Ich lag da, ich habe gequietscht, ich habe mich geschüttelt, ich habe das Buch in die Hand genommen, ich war total aufgeregt. Es hat mich wirklich in meine Jugendzeit zurückgeschmissen. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Gefühl, dieses hämmernde Herz und dieses, oh mein Gott, was passiert als nächstes?
Es hat mich so mitgerissen. Und wenn ein Buch das kann, dann stören einen da tatsächlich auch die Klischees einfach nicht. Es gibt Bücher in diesem Monat, die da noch folgen werden, die Klischees beinhalten und Motive, die wir schon so, so oft gelesen haben, wo es mich deutlich mehr gestört hat. Und da komme ich auf jeden Fall auch zum Sprechen. Aber bei diesem Buch hier war das nicht der Fall. Ich habe es mit Vergnügen gelesen. Ich hatte diese aussprudelnden Gefühle. Ich habe es gefeiert. Und es hat mich tatsächlich auch dazu bewogen, dass ich mir den zweiten Teil im Englischen als E-Book gekauft habe, weil er unfassbar günstig war, nur 3,99 gekostet hat. Und wir im Deutschen tatsächlich erst nächstes Jahr im März in den Genuss des zweiten Teiles kommen werden und dann im Herbst erst in den Genuss des dritten Teiles. Und wie ich gesehen habe, gibt es insgesamt schon 5 im englischen Original. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wann ich es mal schaffen werde, vielleicht mir den englischen mal anzugucken. Ich habe schon angefangen, weil ich einfach dieser Cliffhanger hier zum Schluss, ne, dieses Buch endet natürlich mit einem Cliffhanger. Na klar, den musste ich überwinden. Deswegen habe ich die ersten Kapitel von dem zweiten Buch tatsächlich schon gelesen. Dazu sage ich jetzt aber natürlich nichts. Ich sage nur eins, es lohnt sich, diese Geschichte zu lesen. Ich konnte mit den Klischees sowas von gut leben. Ich habe sie gesehen, ja, aber sie haben mich so überhaupt nicht gestört. Und ich finde, dann macht es auch gar nichts. Und dementsprechend ist es von mir eine absolute Leseempfehlung. Ich liebe dieses Buch. Ich feiere die Charaktere. Vor allem Jackson war für mich so ihr Leben. Ich bin dahingeschmolzen. Dieser Typ. Manchmal wünschte ich mir, in meinem Freund würde auch ein bisschen mehr von Jackson stecken, so ein bisschen was Wildes. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen was. Ich weiß nicht. Also ich war sehr into it, Leute. Ich war sehr into it. Das kann ich euch schon mal sagen. Absolute Liebe. Und damit, was soll ich sagen, hat der Monat natürlich für mich fantastisch gestartet. Ich war total, ne, geflasht. Der Monat war toll. Ich habe das gelesen. Ich war so, oh mein Gott. Ja. Fantastischer Start in den Lesemonat, würde ich sagen. Und was natürlich an Positivem noch hinzukommt, ist, dass ich das Buch hier in zwei Ausgaben besitze. Stellt euch mal vor, ich hätte das nicht gemocht. Ich hätte es natürlich trotzdem behalten, weil ich war Special Editions, da habe ich natürlich so ein bisschen, da hängt ein Herz dran. Aber dadurch, dass ich das Buch geliebt habe, ist es natürlich umso schöner, dass ich zwei wunderschöne Ausgaben jetzt an meinem Buchregal stehen haben werde. Also, ne? Alles richtig gemacht, Hannah. Ja, ihr Lieben, und als nächstes habe ich eine Kurzgeschichte gelesen, nämlich, ich zeige sie euch hier, weil ich leider vergessen habe, wie sie heißt. Dieses Buch oder diese Kurzgeschichte, Mein fast perfekter Sommer, gehört zu der deutschen Geschichte, die da heißt, Nur fast am Boden zerstört, heißt sie, glaube ich. Im Englischen Only Mostly Devastated. Eine Geschichte, die ich ja sehr gemocht habe. Eine sehr durchschnittliche LGBT-Love-Story, die so ein bisschen auch auf humorvoll gemacht ist, wo es um eine Coming-out-Story geht. Und hier haben wir eben die Vorgeschichte dazu, denn es geht ja um zwei Jungs, die sich im Sommer kennenlernen und in der Hauptgeschichte geht es dann darum, dass unser Protagonist halt eigentlich nach diesem Sommer wieder mit seiner Familie zurückfahren sollte und sie sich dann quasi nie wiedergesehen hätten. Aber es kommt ja dazu, dass er und seine Familie dann dort bleiben und dann geht er plötzlich mit seinem Love Interest auf eine Schule und stellt fest, dass der noch gar nicht geoutet ist und auch eigentlich nicht vorhat, das zu tun. Und in Mein fast perfekter Sommer lernen wir eben die beiden kennen, wie sie sich kennengelernt haben. Und dementsprechend haben wir hier so ein bisschen die Vorgeschichte. Ich fand es total süß. Es war wirklich für zwischendurch einfach so ein bisschen lowe Unterhaltung, die mir Spaß gemacht hat, die ich einfach mal so weglesen konnte, die nach dieser ganzen Aufgeregerei, diesem ganzen Teenie-Geschwärme für mich so ein bisschen zum Runterkommen einfach war und trotzdem halt total süß gemacht war, ne? Ich fand es total sweet, ich habe das genossen und vor allem auch mit dem Hintergrund immer, dass ich ja wusste, wie es weitergehen würde für die beiden, fand ich es einfach total süß. Also ich fand es einen schönen Zusatz. Ich hätte es natürlich gerne im Printformat, im Das wird aber nicht passieren. Das Ganze gibt es wirklich nur als E-Book. Aber ich habe das sehr genossen und kann es nur jedem empfehlen, der vielleicht die Hauptstory auch gelesen hat und sich da noch ein bisschen mehr Input gönnen möchte. Ja, ihr Lieben, und als nächstes kam dann tatsächlich auch schon mein zweites Jahreshighlight ins Spiel. Und ihr Lieben, wir haben hier diesmal wirklich ein komplett anderes Genre, ein komplett anderes Buch und ich bin so fasziniert davon, wie viele unterschiedliche Jahreshighlights ich diesen Monat gelesen habe und generell, wie viele gute Bücher ich in diesem Monat gelesen habe. Und ja, das zweite Jahreshighlight, was ich im September gelesen habe, ist Mut machen Liebe von Hans-Jörg Nessensohn. Was soll ich sagen, Leute? Ein fantastisches Buch. In diesem Buch geht es um Paul und Paul wurde halt vor längerer Zeit von seinem besten Freund
im Internet als schwul geoutet und zwar auf die perverseste Art und Weise. Und jetzt hat er natürlich das die ganze Zeit im Hinterkopf und möchte aber irgendwie Abstand davon gewinnen. Vor allem ist, glaube ich, auch sein Abitur vorbei und er steht halt gerade an so einem Scheideweg, weil jeder in seiner Familie ihn fragt, was möchtest du denn machen? Was möchtest du denn als nächstes machen? Welche Ausbildung möchtest du einschlagen? Möchtest du studieren? Und er weiß keine Antwort darauf, weil er einfach auch gerade nicht weiß, wer er ist. Er denkt sich halt die ganze Zeit, um zu wissen, was ich machen will, müsste ich doch irgendwie überhaupt erstmal wissen, wer ist Paul überhaupt? Und er hat da keine Antwort drauf. Und deswegen sagt er sich halt, gehe ich halt mal einen Pilgerweg, ne? Einfach mal so random, ohne irgendwelche Vorerfahrung, ohne vorher trainiert zu haben, läuft er da los. Und auf seinem Weg trifft er Liz. Liz ist eine, glaube ich, über 80-jährige alte Dame, die denselben Weg laufen möchte wie er. Sie ist halt nur schon recht alt, aber sie kommt ihm super fit vor. Und an seinem ersten Punkt, wo er halt abends da ankommt, also er ist halt schon eine ganze Strecke gelaufen, fragt sich, warum er das macht. Er hat irgendwie alles falsch gemacht, hat die falschen Schuhe angezogen, ne? Fühlt sich total überfordert mit der ganzen Situation. Und dann trifft er Liz. Und die fängt halt einfach an zu reden. Und zwar erzählt sie ihm eine Geschichte, nämlich die Geschichte von Helmut und Enzo. Zwei jungen Männer, die sich in einer Zeit ineinander verliebt haben, in der es tatsächlich noch unter Gesetz verboten war, wenn ein Mann einen Mann geliebt hat und mit ihm zusammen war. Und so erfährt Paul etwas mehr über die Geschichte von LGBTQ+-Menschen und fühlt sich nach und nach so sehr von dieser Geschichte und von Liz auch angezogen, dass die beiden irgendwann entschließen, zusammen diesen Weg zu laufen. Und Leute, das hier ist eine ganz ruhige Geschichte, die aber unfassbar unter die Haut geht, weil sie einfach unheimlich viel transportiert. Unheimlich viel. Einerseits natürlich die Geschichte, die Liz erzählt, eine unfassbar spannende Geschichte, die einen einfach mit durch die Zeiten nimmt und einen halt wirklich mit in die Geschichte nimmt, in unsere Geschichte, in die deutsche Geschichte. Und andererseits haben wir hier einen jungen Mann, der halt einfach seinen Weg finden muss und erstmal herausfinden muss, was er will, wer er ist und wie er seine Vergangenheit verarbeiten kann, ohne sich selbst zu verlieren. Und dieses Buch schleicht sich ganz, ganz leise auf ganz, ganz leisen Pfoten in das Herz des Lesers und er wirkt so viel. So viele Lieben. Dieses Buch hat mit mir so viel gemacht. Ich habe danach da gesessen und habe mir so gedacht, wow, also das ist eine fantastische Geschichte. Eine fantastische Geschichte, die einfach so, so toll gemacht ist, die so viel Nachwirkung einfach auf den Leser hat. Unglaublich. Also auch hier von mir eine absolute Leseempfehlung. Weil etwas Besseres kann man halt kaum lesen. Wenn man eine Jugend-Coming-of-Age-Geschichte sucht, die ohne jegliches Drama auskommt, sag ich jetzt mal, die ohne jegliche Klischees lebt und in der es wirklich darum geht, die Essenz dessen zu finden, was man selbst ist, wie man selbst fühlt, dann ist das hier das richtige Buch. Fantastisch. Das ist das Wort, womit ich dieses Buch beschreibe. Fantastisch. Besser geht's in diesem Bereich, also im Jugendbuchbereich, eigentlich gar nicht. Lest's einfach, Leute, lest's, ne? Hier, dieses Buch. So, ihr Lieben, und dann kommen wir zu einem Buch, das mir von allen Seiten empfohlen worden ist und wo ich auf jeden Fall am Ende noch ein bisschen näher drauf eingehe, weil ich irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen ein Problem habe. Nämlich passiert es mir unheimlich oft, dass ich Jugendbücher oder Jugendfantasybücher lese und schon nach den ersten 50 bis 100 Seiten mehrere Dinge voraussehe. Und ich bin immer drauf und dran zu sagen, ich sehe das, aber vielleicht ist es ja gar nicht so. Vielleicht macht der Autor es ja doch anders. Und zum Schluss sitze ich da und der Autor hat es genauso gemacht, wie ich es vorausgesehen habe. Und das ist mir diesen Monat bei zwei Büchern passiert. Und deswegen muss ich am Ende mit euch darüber sprechen, in dem Spoiler-Teil. Und zwar, ja, rede ich von Die Rote Königin von Victoria Aveyard. Eine Reihe Leute, die ja so bombastisch krass gefeiert worden ist, ne? Und es ist eine vierteilige Reihe. Jeder Teil ist dicker als der vorherige. Und ich hatte ein bisschen Angst, es anzufangen. Ich muss sagen, ich bin eigentlich recht gut in die Geschichte gekommen, hatte aber wirklich recht schnell Punkte, wo ich mir gedacht habe, okay,
Ich habe so das Gefühl, ich weiß, in welche Richtung das geht und ich habe recht behalten. Also ich habe unheimlich viel vorhersehen können in dieser Geschichte und das ist halt leider auch so ein bisschen mein Problem mit der Geschichte. Weil lest meine Geschichte wohl wirklich nach 100 Seiten bestimmt schon drei oder vier Wendungen der Geschichte kennt. Ihr versucht euch alles noch dazu zu bringen, zu denken, nein, das wird so nicht kommen, aber wenn es dann nach und nach genauso kommt, dann geht einfach Spannung flöten. Wisst ihr, was ich meine? In diesem Buch geht es um Mare oder Mare. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich habe in meinem Kopf, sagte ich Mare. So der ganz deutsche Ton. Mare. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Mare lebt in einer Welt, in der es die Roten und die Silbernen gibt. Heißt, die Roten haben rotes Blut, die Silbernen haben silbernes Blut und die Silbernen haben auch besondere Fähigkeiten. Heißt, sie sind besonders stark, besonders schnell, können Gedanken lesen, manipulieren. Ne? Ganz viele verschiedene Fähigkeiten gibt es da. Und die Roten haben das nicht. Weswegen die Roten auch so ein bisschen als die arme Bevölkerung unterdrückt werden, sag ich jetzt mal. Ne? Das ist so ein bisschen das, wie die Gesellschaft aufgebaut ist. Und Mare kommt durch gewisse Umstände. Nee, eigentlich kann ich sagen, es steht ja schon auf dem Klappentext. War eine Sache, die mich mega gestört hat. Doch als Mare bei ihrer Arbeit im Schloss des Königs in Gefahr gerät, geschieht das Unfassbare. Sie, eine Rote, rettet sich mit Hilfe besonderer Fähigkeiten. Ja. Der Klappentext spoilert dahingehend, dementsprechend kann ich es sagen, weil jeder wird den Klappentext des Buches lesen. Mare hat besondere Fähigkeiten, von denen sie aber selbst nichts geahnt hat. Und es kommt tatsächlich dazu, dass im Schloss, dass sie in eine Sache im Schloss verwickelt wird und man ja, herausfindet, feststellt, dass sie Fähigkeiten besitzt. Und deswegen muss sie erstmal da bleiben. Ne? Also ist jetzt tatsächlich eine Rote unter ganz, ganz vielen Silbernen und muss sich da so ein bisschen durch diesen Alltag des Adels schlagen, den sie natürlich gar nicht kennt. Ist an sich sehr, sehr spannend. Und ich muss auch sagen, ich habe so die Hälfte des Buches gelesen und habe so gedacht, hey, es wird für mich wahrscheinlich kein Highlight, weil es hat mich nicht so gezogen. Ich hatte natürlich die ganze Zeit diesen Vergleich im Kopf zu Crave. Und Crave hat mich ja so gezogen, Leute. Wisst ihr, wenn eine Geschichte euch so zieht, dass ihr nicht aufhören könnt und die ganze Zeit mit Herzklopfen weiterlesen müsst? Das hatte ich hier einfach nicht. Und daran erkennt man halt auch gut, ob es für einen Lesehighlight ist oder eben nicht. Und deswegen wusste ich hier, okay, das wird für mich niemals ein Jahreshighlight werden. Aber ich hatte schon so während dem Lesen das Gefühl, dass es mir gut gefällt. Und ich hatte das Gefühl, okay, das wird eine Geschichte, die für mich schon im oberen Bereich der Bewertung ankommen wird. Zum Schluss der Geschichte kann ich sagen, dass das nicht der Fall war. Da möchte ich aber tatsächlich im Spoilerteil nochmal genauer drauf eingehen, weil das eben viel damit zu tun hatte, dass ich unheimlich viel einfach vorhersehen konnte und dadurch für mich einfach die spannendsten Momente der Geschichte kaum Spannung inne hatten. Weil ich einfach vieles davon schon gewusst habe, bevor es passierte. Und das ist tatsächlich leider sehr kontraproduktiv, wenn man ein Jugendbuch liest. Und Näheres dazu dann, wie gesagt, am Ende des Videos. Dementsprechend ist es für mich halt einfach eine sehr, sehr mittelmäßige Geschichte. Aber trotzdem gebe ich nicht auf. Ich werde weiterlesen. Ich habe alle vier Teile hier. Der fünfte fehlt mir noch. Das ist ja so eine Art Zusatzgeschichte. Aber auch den werde ich mir noch holen und werde das Ganze weiter austesten. Es kann ja trotz allem noch sein, dass es für mich eine Highlight-Reihe wird. Ne? Das hat es schon gegeben. Zum Beispiel bei den Luna-Chroniken. Da war ich ja auch nicht so Feuer und Flamme für den ersten Teil. Dementsprechend habe ich die Hoffnung für dieses Buch noch nicht aufgegeben. Ja, ihr Lieben, und jetzt kommen wir tatsächlich auch schon zu dem dritten Jahreshighlight in diesem Monat und damit dann tatsächlich auch zu dem letzten Jahreshighlight in diesem Video. Und zwar ist das Die Überlebenden von Alex Schulman. Eine Geschichte, die ich tatsächlich, glaube ich, sogar schon. Habe ich das Buch schon im August angefangen? Auf jeden Fall habe ich dieses Buch über mehrere Wochen bruchstückhaft gelesen. Anfangs hatte ich es tatsächlich erst auf dem E-Book. Und weil es mir dann so, so gut gefallen hat, habe ich es mir dann in Buchform geholt. Ich dachte, ich müsste es mir kaufen, bis dann eine ehemalige Kollegin zu uns ins Geschäft kam, die sich das Leseexemplar mitgenommen hatte. Und ihr hat es auch unfassbar gut gefallen. Aber dann hatte ich natürlich die Möglichkeit, mir das Billigste zu nehmen, was es gibt, nämlich das Leseexemplar. Jetzt habe ich es im Regal und musste es auch nicht bezahlen. Da ich ja monatlich so viel Geld für Bücher ausgebe, ist das dann natürlich immer eine Erleichterung für mich. Ja, die Überlebenden. Noch ein Jahreshighlight, noch ein komplett anderes Genre, noch eine komplett andere Story, die in komplett anderen Punkten überzeugend war. Denn in die Überlebenden, was übrigens ein ganz normaler belletristischer Roman ist,
geht es um drei Brüder. Wir bekommen die Geschichte von drei Brüdern erzählt, nämlich einerseits ihre Kindheit. Also wir haben zwei Zeitstränge. Einmal den Zeitstrang ihrer Kindheit, den sie mit den beiden Eltern hauptsächlich am Haus am See verbracht haben. Und dann haben wir den Hauptstrang, nämlich den, wo die drei Brüder zum Haus am See fahren, um die Überreste der Mutter im See zu verstreuen. Und dieser Zeitstrang wird rückwärts erzählt. Das heißt, wir bekommen ihn ganz am Ende des Tages und der wird von hinten dann aufgeschlüsselt quasi, von hinten nach vorne erzählt. Ich habe keine Ahnung, ob ich euch in irgendeiner Form jetzt vermitteln konnte, was da passiert. Aber ich glaube, wie viel Uhr ist es denn zum Schluss? Genau, zum Schluss ist es 23:59 Uhr. Nächsten Kapitel ist es dann 22 Uhr und den davor 8 Uhr, ne? Ihr wisst, was ich meine. Genau, und die Kindheit wird halt ganz normal chronologisch erzählt. So, und diese zwei Zeitstränge haben wir halt. Klingt erstmal super kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Und ist für die Geschichte auch einfach nur dienlich. Also, das muss so sein. Anders ergibt es keinen Sinn. Und vor allem zum Schluss, Leute, kommt der Riesenhammer. Es ist einfach, dieses Buch überzeugt erstmal durch die unfassbar echte Darstellung einer zerrütteten Familie. Wir haben hier drei Brüder, die sich alle irgendwie auch nicht besonders gut leiden können, weil sie diese Familie dadurch lebt, dass diese Brüder eine Art Rivalität aufgebaut haben, weil jeder die Zuneigung der Eltern haben möchte und noch mehr die Zuneigung der Mutter als die des Vaters. Und sie haben zwei Eltern, die sich halt leider kaum um die Kinder kümmern. Für die ist es halt gerade im Sommer am See, trinken die mittags auch was, legen sich dann schlafen. Wenn die Jungs etwas machen, dann ist das mal total toll und dann lassen sie es wieder so komplett beiseite und ignorieren die Kinder. Also diese Eltern sind halt leider wirklich zu ihren Kindern nicht so super. Und diese Familie lebt davon, dass die Brüder halt ständig versuchen, die Zuneigung ihrer Eltern zu gewinnen und es aber nicht schaffen können, weil sie es ihnen einfach nicht recht machen können. Dem Vater noch eher als der Mutter, aber der Mutter ist einfach so viel egal in jeglicher Hinsicht. Das ist einfach auch sehr traurig. Man liest es und man fühlt hautnah, wie diese drei Jungen daran verzweifeln und daran zu brechen drohen, dass sie einfach gerne eine herzliche Mutter hätten. Eine Mutter, die sie auch mal umarmt und ihnen auch einfach mal sagt, dass sie etwas gut gemacht haben. Und die Launen dieser Eltern sind halt einfach so unberechenbar, weil sie natürlich trinken und rauchen und einfach sehr sprunghaft sind. Wisst ihr, was ich meine? Und diese Geschichte zeigt es auf eine brutal ehrliche Art und Weise. Das geht einem so unter die Haut und ist so intensiv, dass ich halt tatsächlich die erste Hälfte dieses Buches so an einem Stück so komplett weggelesen habe und dann so dachte, wow, was ist das für eine fantastische Geschichte? Eine fantastische Geschichte, die zum Schluss auf den letzten Seiten nochmal mit einem riesen. Oh, Leute, auch hierzu kann ich natürlich nichts sagen, ich möchte euch nicht spoilern, aber gerade in den letzten zwei Kapiteln dieses Buches passiert etwas, was dieses Buch gerade auch in psychologischer Hinsicht auf ein noch viel höheres Level stellt, als ich es jemals gedacht hätte. Dieses Buch ist alleine aus psychologischer Sicht einfach das Buch der Stunde. Es ist ein Debüt und ich fasse es einfach nicht, dass dieser Autor nicht schon vorher Bücher geschrieben hat, weil er das fantastisch kann, weil es einfach in literarischer Hinsicht, psychologischer Hinsicht so fantastisch gemacht ist, so gut aufgebaut ist, dem Leser so eine Gänsehaut verleiht und gerade zum Schluss diesen Gänsehautmoment, diesen Wow-Faktor hat, als er diese Wendung nochmal komplett dreht. Im vorletzten Kapitel und dem Leser gerade im Rückblick auf alles, was er davor gelesen hat, so ganz, ganz, ganz viel klar wird. Und hier in diesem Buch ist es nicht vorhersehbar. Es kann mir keiner sagen, dass er das hat kommen sehen. Das kann niemand vorher gewusst haben. Das geht gar nicht. Und deswegen war das für mich natürlich so ein Schockmoment, weil zum Schluss einfach etwas passiert, wie gesagt, was einfach psychologisch für den Leser dann rückblickend so viel klar und deutlich macht, was in dieser Familie falsch gelaufen ist. Und du stehst da und denkst einfach nur so, wow. Und genauso war das auch, als ich das Buch gelesen habe. Als ich am letzten, vorletzten Kapitel angekommen bin und diese Stelle gelesen habe, saß ich da und plötzlich war es um mich ganz still. Wisst ihr, man hat manchmal solche Momente, wo einem etwas klar wird. Und genauso war das hier, weil mir wurde das klar, was diese ganze Geschichte ausmacht. Diese ganze Geschichte, ohne dass ich es vorher wusste. Und dann wusste ich es. Und ich saß da. Es war ganz still um mich herum, ich fühlte mich ganz ruhig und ich sagte einfach, wow, Leute. Und sowas hatte ich ja schon lange nicht mehr. Dieses Buch wirkt so unscheinbar. Und in diesem Buch steckt so viel drin. In diesem Buch steckt so viel drin. Ihr Lieben, ich weiß, also ich glaube zu wissen, dass
gerade die Leute, die meine Videos gucken, eher Jugendbuch, Fantasy, so Coming-of-Age, No-Adult-Geschichten lesen. Und wahrscheinlich wäre das gar nichts für euch, aber trotzdem bitte ich euch, blickt mal in dieses Buch, schaut es euch mal an, lest mal die Leseprobe und lasst euch da reinziehen in diese fantastische Geschichte. Da steckt einfach so viel drin. Das ist einfach unglaublich. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was dieses Buch mit mir gemacht hat. Ich hätte es niemals gedacht und ich bin tatsächlich, seit ich in der Buchhandlung arbeite, in der ich arbeite, immer wieder froh, dass meine Arbeit dort mich dazu bringt, auch mal Bücher in die Hand zu nehmen, die ich vorher niemals gelesen hätte, weil sonst hätte ich dieses Buch niemals entdeckt. Und es ist, glaube ich, eines der fantastischsten Bücher, die ich jemals in meinem Leben gelesen habe. Und das kann ich hier mit Sicherheit sagen. Mit Sicherheit. Also, ihr Lieben, ihr müsst es euch ansehen, wirklich. Also, was Besseres gibt es kaum. Vor allem auch vom literarischen Niveau her ist es einfach perfekt gemacht. Das hat, ah, oh, ne? Und das ist einfach ein Debüt. Wo hat der Typ sich versteckt? Ehrlich mal, wo hat er sich versteckt, wenn er so schreiben kann? Und zum Schluss diese ganze Geschichte nochmal so krass wenden kann. Es ist einfach heftig. Es ist einfach heftig, Leute. Ja, ihr Lieben, zwei Bücher fehlen uns noch. Und zwar kommen wir zu Morgen und die Ewigkeit danach. Eine Jugendbuch-Story, die mir auch ganz gut gefallen hat. Ne? Es war für mich kein Highlight, aber es ist tatsächlich doch auch im oberen Bereich. In diesem Buch geht es um Natalie und Natalie hat gerade versucht, sich umzubringen, weil ihr Bruder gestorben ist und sie sich die Schuld daran gibt. Und jetzt ist sie in der Psychiatrie und das geht ihr unheimlich schlecht. Und ich finde auch, dass man das tatsächlich als Leser sehr gut nachvollziehen konnte, weil man diese Leere, diese Dunkelheit, die dieses Mädchen erdrückt, förmlich spüren kann durch die Erzählweise des Buches. Trotzdem schwingt in dieser ganzen Erzählung immer wieder so ein sarkastischer, ironischer Unterton mit, der einem klar macht, okay, es geht ihr unheimlich schlecht, aber sie ist niemand, der wirklich sterben möchte. Ne? Man hat das schon gemerkt, finde ich. Das ist schon so eingeflossen. Und als sie dann halt einen Jungen kennenlernt, der eben auch dort eingewiesen wird, der ihr immer ein Ticken mehr Lebensfreude zurückgibt, weiß man, okay, sie will leben, sie muss halt nur noch herausfinden, wie das für sie funktionieren kann, mit dem Gedanken des Schuldgedankens vom Tod ihres Bruders her. Und dieser Junge, der da eben eingewiesen wird, hilft ihr dabei. Und sie helfen sich beide gegenseitig so ein bisschen aus diesen Tiefpunkten ihres Lebens. Und ich fand es richtig schön. Es ist trotz der schweren Thematik dieser Suizide, sag ich jetzt mal, eine Geschichte, die sehr lebensfroh ist und sehr lebensbejahend ist. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr schön, weil es aus dieser ernsten Thematik einfach dieses Hoffnungsvolle macht. Dieses, ich habe irgendwie vergessen zu leben, aber ich möchte herausfinden, wie das geht. Ich möchte wieder da reinfinden und ich möchte dafür kämpfen, dass es mir wieder gut geht. Und das fand ich einfach sehr, sehr schön, weil ich finde, dass das ein schöner Hintergrundgedanke ist, wenn ein Jugendlicher, dem es gerade nicht gut geht, das liest und merkt, es gibt immer irgendwas, was in meinem Leben gut ist. Ich muss nur daran glauben, dass es wieder besser werden kann und ich kann das schaffen. Ich muss dafür kämpfen. Ich will leben. Weißt du, was ich meine? Ich finde es sehr, sehr schön, wenn Jugendbücher sowas transportieren und das irgendwie eine gewisse Leichtigkeit hat, obwohl es so eine ernste Thematik hat. Also ich fand die Mischung, wie das hier gemacht war, sehr, sehr schön. Also auch hier eine absolute Leseempfehlung von mir. Natürlich ist es anfangs erstmal sehr schwierig, weil es erstmal diese ernsthafte Thematik hat. Aber es hat immer diesen gewissen Unterton dabei, der das Ganze so ein bisschen, ne, Schwung aufnehmen lässt und so ein bisschen diese Leichtigkeit damit reinfließen lässt. Und das fand ich wirklich sehr gut. Ja, und wie ihr in diesem Video gemerkt habt, bin ich irgendwie so ein bisschen, ich bin so ein bisschen hibbelig und so ein bisschen aufbrausend und irgendwie bin ich gerade so, ne? Woran liegt das? Das liegt daran, dass ich gerade ein Buch beendet habe, das tatsächlich auch zu einem Jahreshighlight hätte werden können. Und ich habe die ganze letzte Woche davon gesprochen, wie krass das wäre, noch ein viertes Jahreshighlight in diesem Video zeigen zu können. Dazu wird es nicht kommen, weil sich das komplett gewendet hat und ich jetzt sagen kann, dass ich dieses Buch, ich weiß nicht, was ich für dieses Buch empfinde. Ist es irgendwie eine gewisse Hassliebe? Nein, ich weiß es nicht. Mich hat das Ende gestört, mich hat es tierisch gestört. Mich haben, ab der Hälfte des Buches ging es für mich drastisch bergab. Und wie gesagt, im Spoilerteil werde ich dann näher drauf eingehen. Es geht leider, leider, leider um Nights von Lena Kiefer, ein gefährliches Vermächtnis. Das allererste Buch, was ich von Lena Kiefer gelesen habe. Und ich habe es gerade vor 10 Minuten beendet und ich bin immer noch völlig aus dem Häuschen. Zuerst mal, warum hätte das Ganze ein Jahreshighlight werden können? Dieses Buch beginnt actionreich, rasant. Es ist eine Geschichte, die eine Schnelllebigkeit besitzt, die einen dazu bringt, durch dieses Buch zu fliegen. Man liest es und man hat plötzlich 100 Seiten gelesen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist eine Geschichte, die einen zu verleitet, immer weiter zu lesen, weil sie einfach diese Schnelllebigkeit hat und das ist etwas Gutes. Das ist etwas,
Was einfach toll ist, wenn man nicht merkt, dass man viele Seiten liest. Wenn man nicht jeden Blick immer auf die Seite unten wirft, so von wegen so, immer noch nur eine Seite, sondern man liest und liest und plötzlich hat man 100 Seiten, denkt sich so, hä, wo sind die 100 Seiten geblieben? So ein Buch ist das und das ist etwas Gutes, das ist schön. Und es ist auch fantastisch aufgebaut. Ich fand diesen ganzen Hintergrundgedanken einfach so cool. Das hätte so fantastisch werden können. In diesem Buch geht es um Charlotte Stuart oder Charlotte, weil das spielt ja, glaube ich, in England, also Charlotte Stuart. Und Charlotte hat eine besondere Fähigkeiten. Sie kann Gefühle und Essenzen in jeglichen Menschen sehen. Ne? Also sie kann sehen, ob die böse sind, ob die gut sind, ob die eine Mischung daraus sind. Ne? Und sie kann das auch beeinflussen. Und sie wurde tatsächlich von ihrem Bruder jahrelang beschützt, damit eben eine bestimmte Organisation nicht auf sie aufmerksam wird. Nämlich die Knights Court, also die Nachfahren von Arthurs, Lancelot und so weiter, ne? Die Knights of the Round Table, also die Ritter der Tafelrunde. Ihr wisst, was ich meine, ne? Und als sie dann aber plötzlich entdeckt wird, muss sie genau bei denen untertauchen, um sich vor den Bösen zu schützen. Und dort lernt sie natürlich ihren Love Interest Noel kennen und eben auch sein ganzes Team. Und das ist total cool gemacht, Leute. Wie gesagt, die Geschichte ist rasant von Anfang an. Das beginnt nicht langsam, sondern es beginnt schnell. Und das ist total cool, weil auch die Liebesgeschichte irgendwie total authentisch aufgebaut ist, so, ne? Mit einer gewissen Art Verbindung und das Ganze hat halt irgendwie einen Sinn und man denkt sich so, ach cool, ne? Endlich mal wieder eine coole, coole, coole Geschichte. Leider gibt es auch hier zwei ganz, ganz drastische Punkte, die ich nach 80 Seiten habe kommen sehen. Und ich habe noch vor ein paar Tagen, Leute, meiner Freundin, ehrlich, ich könnte diese Nachricht hier einblenden. Vielleicht werde ich das auch tun. Ich müsste diese Nachricht eigentlich noch haben. Ich müsste sie dann aber erstmal finden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich in einer Nachricht zu meiner Freundin gesagt, das wäre so lustig, wenn jetzt das und das passiert. Ich habe aber nicht daran geglaubt, dass das passiert, weil ich mir so gedacht habe, nein, das ist so abwegig, so ein Gedanke, ey, der mir jetzt hier kommt, ne, als ob die Autorin genau das macht. Sie hat genau das gemacht und ich hatte wieder genau dasselbe Problem wie bei Die Rote Königin auch. Ich wusste einfach genau die zwei krassen Wendungen der Geschichte, die wahrscheinlich die totalen Spannungsmomente sein sollten, habe ich schon gewusst. Dementsprechend auch da waren die Spannungsmomente bei mir einfach nicht da, weil ich diese Momente halt einfach gewusst habe. Das ist im Prolog passiert, Leute. Für die, die das Buch gelesen haben, für mich war das keine Überraschung. Ich wusste das. Ich habe das kommen sehen. Ich habe das nach 80 Seiten, habe ich das gewusst. und jetzt kommen wir dazu, warum das Buch für mich eigentlich echt nicht mehr mittelmäßig, sondern fast schon in den unteren Bereich gedrückt wird. Nämlich, dass diese Geschichte, die so cool und groß hätte sein können, zum Schluss wieder nur auf die Liebesgeschichte reduziert wird. Und wahrscheinlich wird es auch noch in eine Art Dreiecksbeziehung gepusht. Und das ist genau die Art von Klischee oder von Jugendbuch-Fantasy-Motiv, die mich ankotzt. Die mich so ankotzt. Wenn eine Liebesgeschichte den ganzen Plot dominiert, wenn der Plot nur deswegen stattfindet, wegen der Liebesgeschichte. Es gibt nicht nur die Liebesgeschichte, nein, der ganze Plot existiert nur wegen der Liebesgeschichte. Ich hätte so heulen können, ich hätte so heulen können. Was ist das? Nein! Das hätte so gut werden können. Es hätte so gut werden können, Leute. Ich bin gerade so aufgeregt. Ich glaube, ihr merkt es richtig. Ich bin so aufgeregt deswegen, weil das mich so fertig macht. Diese Geschichte hatte so Potenzial, hatte so Potenzial. Warum wieder genau das Klischee-mäßigste machen, was jeder auch macht? Dieses, sie sind ineinander verliebt, aber sie dürfen nicht zusammen sein. Nein, 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 das geht nicht. Sie dürfen nicht zusammen sein. Und das mehrmals in dem Buch kommt eben das auf den Plan, dass sie nicht zusammen sein können. Also wir haben hier drei unterschiedliche Punkte, warum diese beiden nicht zusammen sein dürfen. Und das erinnert mich so ein bisschen an bis zum Mittag, wie heißt das? Bis zur Mittagsstunde. Nein, wir dürfen nicht zusammen sein. Wisst ihr, was ich meine? Oh mein Gott, ich bin so. Es ist so richtig. Oh, mir krabbeln gerade überall Käfer auf der Haut rum. Es ist so. Ich bin so enttäuscht. Ich bin so enttäuscht. Es hätte so großartig werden können. Aber nein. In den Mülleimer. Wieso? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Und ich glaube, an der Stelle kommen wir jetzt mal zu dem Spoiler-Teil. Wirklich, Leute. Also, Spoiler, 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 Spoiler. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, hört auf hier an dieser Stelle.
Also, kommen wir mal zu den beiden Punkten. Ich muss echt wieder runterkommen. Kommen wir mal zu den zwei Punkten, die ich vorausgesehen habe. Wirklich, nach den ersten 80 Seiten habe ich meiner Freundin diese Sprachnachricht aufgenommen. Waren es überhaupt 80 Seiten? Es können auch 40 oder 50 gewesen sein. Es war nicht viel. Wenn ich jetzt die Sprachnachricht schnell finden würde, würde ich sie euch hier einblenden. wird. Und sie hat jetzt dieses Deckchen in diesem Raum angefasst. Und ich finde es total spannend, wenn man herausfinden wird, hoffentlich, von wem sie abstammt. Also ich finde es richtig, richtig cool. Ich hatte ja erst so gedacht, vielleicht Merlin. Ich hatte auch schon die Theorie aufgestellt, dass Dex vielleicht Merlin ist. Weil da so stand, ja, man weiß nicht, was mit Merlin und so weiter. Da habe ich schon so gedacht, vielleicht lebt er ja irgendwie noch, vielleicht ist es irgendwie Dex, weil Dex hat ja auch eine Gabe, er hat sie ja geschützt. Bin ich mal gespannt, was mit ihm noch ist. Also ich bin schon so am Rumspekulieren, ob vielleicht Merlin ihr Vorfahr ist oder, ne? Keine Ahnung. Ich wusste, dass Charlotte die Nachfahrin von Merlin ist. Fragt mich nicht warum, ich hab's gewusst. Als das erste Mal die Sprache auf Merlin gelenkt worden ist, nur als irgendjemand random über Merlin gesprochen hat, wusste ich, Charlotte ist Nachfahrin. Ich wusste, Leute, ich hab's gewusst. Es war für mich. Leute, ich hab's gewusst. Es tut mir leid. Vor allem, mir hat meine Freundin gesagt, ja, aber ich denke über sowas dann gar nicht nach. Also diese ganzen Sachen, die sein könnten. Ich denke ja auch nicht darüber nach. Ich lese das und es kommt mir einfach in den Kopf. Es ist nicht so, als würde ich einen Satz lesen mit Merlin und dann stundenlang drüber nachdenken, was könnte denn passieren? Nein, ich lese den Satz mit Merlin und denke mir, Charlotte stammt von Merlin ab. Wisst ihr, was ich meine? Und genau in derselben Sprachnachricht habe ich gesagt, hey, und es wäre doch lustig, weil man weiß ja nicht, wer Dex ist. Und der kann ja so einen Schutzzauber anscheinend, ne, weil er hat sie ja unsichtbar gemacht auf dieser Map. Die haben sie ja nicht gesehen und ihn auch nicht. Und ne, niemand weiß, wo er ist. Wäre doch lustig, wenn er Merlin wäre. Und was ist der riesen Cliffhanger, die riesen Wendung zum Schluss des Buches? Dex ist Merlin. Was? Ist nicht so, als hätte ich schon nach 80 Seiten gewusst. Nein. Das ist so, Leute, das nimmt an jegliche Spannung. Wisst ihr, das ist der Riesenpunkt am Ende des Buches, der im Prolog enthüllt wird. Ich hab's einfach nach 80 Seiten gewusst. Es war für mich einfach low. Ich meine, die letzte Szene war cool, wie sich Merlin und Morgana unterhalten. So, ich fand die Szene nice, ne? Es gab ja viele Szenen, die ich cool fand. Ich fand ja, dass das Buch fantastisch geschrieben ist und dass es wirklich cool gemacht ist. Aber ja, das war halt für mich nicht spannend, weil das wusste ich halt eh schon. Und jetzt kommen wir mal zu der alles dominierenden Liebesgeschichte und Liebestragödie, ne? Die beiden fangen an, sich zu verlieben und haben diese Verbindung, weil er ja von Lancelot abhängt. Ich fand das total cool, weil ich mir so dachte, oh cool, der kann es voraussehen, dass sie die perfekte Verbindung haben, so, und dass sie perfekt zusammenpassen. Und dann sagt er ihr, wir können nicht zusammen sein, ich will mein Team nicht gefährden, weil ich Angst um dich habe. Und ich dachte mir schon so, Junge. Da war bei mir schon wieder alle Hopfen und Malz verloren, weil ich mir so dachte, Leute, welcher Mensch ist so, dass er verliebt ist und dann sagt, nein, wir können nicht zusammen sein. Nee, ne? Okay, ich habe da nicht so ein Riesending draus gemacht, weil ich mir so dachte, ich komme eh zusammen. Ne? War ja dann noch so, haben sich dann aufgerabbelt, ne? Es war dann so, na, wir sind viel stärker, wenn wir zusammen sind. Und ich war so, ja, danke. Dann kommt Morgana daher. Ja, ein Fluch steckt dahinter und ihr werdet euch irgendwann hassen und werdet die Welt zerfetzen. Sie können also schon wieder nicht zusammen sein, weil sie stehen unter einem Fluch. Morgana-Erbe, Merlin-Erbe. Das darf nur böse enden, weil Fluch. Und ich dachte mir schon wieder so, okay, das heißt, die ganze Story ist darauf aufgebaut, dass die beiden die Menschheit zerstören, weil sie einander lieben und irgendwann hassen werden. Dankeschön für gar nichts. Dankeschön für eine Story, die wir schon tausendmal gelesen haben. Davon, dass alles das, was in diesem Buch passiert, von der Liebesgeschichte abhängt. Herzlichen Dank auch, ne? Also ich meine, kann man nicht mal eine Fantasy-Geschichte um was anderes aufbauen, als um die unsterbliche Liebe und die Verbindung von zwei Menschen, von der plötzlich alles abzuhängen scheint? Ich meine, hallo? Ich versteh's nicht. Und dann
Merken sie aber trotzdem, nein, wir werden uns nie hassen. Und man denkt sich so, oh, Dankeschön. Kein Scheißfluch. Also ich meine, schon fluchen, sie wollen ihn brechen, aber sie sind zusammen stark und sie können es schaffen und sie werden nicht die ganze Menschheit zerstören. Und dann, Charlotte und Oscar sind Kategorie 10. Und deswegen muss Charlotte jetzt mit Oscar zusammenkommen. What? What? Und Noel so unter Tränen, nein, wir können nicht zusammen sein, weil du bist eine Kategorie 10 mit Oscar. Und ich denke mir so, hä? Ich meine, what? Also kommt jetzt auch noch das dämlichste Motiv dazu. Es gibt eine Prophezeiung, dass sie aber eine bessere und stärkere Verbindung zu dem Arthur-Erben haben wird und deswegen nicht mit Noel zusammen sein kann. Leute, ich spreche hier gleich in Tränen auf. Ich spreche hier gleich in Tränen aus. Nein! Wieso? Wenn ich gerade irgendwas zertrümmern könnte, ich würde es tun. Es tut mir so, so leid, weil diese Geschichte so ein unheimliches Potenzial hatte. Aber das Ganze wird tatsächlich nur in diese Richtung gepusht. Es hängt alles von der Liebe von Charlotte ab und dass diese Liebe zwischen ihr und Noel nicht sein darf. Das ist der große Punkt in der Geschichte, der sich dann tatsächlich nach der Hälfte der Geschichte komplett durchs Buch zieht. Sie dürfen nicht zusammen sein. Nein, nein, nein. Wieso? Wieso ist immer das das Thema, dass die Protagonistin und ihr Love Interest nicht zusammen sein können, aus welchen Gründen auch immer? Weil, wisst ihr, wenn ich die gewesen wäre und mir hätte eine random Gruppe gesagt, du kannst aber nicht mit deinem Mann zusammen sein, weil da jemand prophezeit hat, dass du eine viel bessere und stärkere Verbindung mit dem da hast, dann hätte ich die ausgelacht. Ich hätte die ausgelacht. Ich wäre doch nicht in Tränen ausgebrochen und hätte gedacht, oh nein, jetzt müssen wir uns trennen. Ich hätte gestanden, den Vogel gezeigt und hätte gesagt, okay, ihr seid alle verrückt. Wir sehen uns, ne? Und ich wäre weg gewesen. Ja? Und dass der Typ dann zum Schluss da steht und heult wie ein Schlosshund und ihr sagt, wir können nicht zusammen sein, weil das, was bei Court ist, steht über allem und du musst halt jetzt mit Oscar zusammen sein. Da denke ich mir, welcher normale Typ, der gerade hormongesteuert in ein Mädchen verliebt ist, würde sagen, ja, komm, du bist jetzt bald mit meinem besten Freund zusammen. Ja, deswegen trennen wir uns jetzt. What? Niemand, das ist so unauthentisch. Es ist so unauthentisch. Und natürlich bin ich jetzt gespannt, wie es weitergeht, weil ich mir so denke, was will die Autorin denn daraus machen? Ja, 100 Pro wird sie doch trotz allem zum Schluss mit Noel zusammen sein. Das Ganze wird eine Trilogie. Es werden drei Bände. Habe ich jetzt wieder eine Jugendbuch-Fantasy-Geschichte, in der drei Teile davon handeln, dass sie und ihr Love Interest nicht zusammen sein dürfen? Na toll. Vielleicht kommt sie ja wirklich mit Oscar zusammen. Das wäre doch mal eine Wendung. Wisst ihr, wenn ich jetzt wieder sagen würde, hoch, ich sehe bestimmt voraus, dass die mit Noel zusammenkommt. Und sie kommt zum Schluss mit Oscar zusammen, stellt euch mal vor. Aber vielleicht wird Noel dann der Böse und sie zerstört ihn dann mutwillig, damit man als Leser dem nicht mehr hinterher traut. Weil jetzt hält man es ja für die perfekte Beziehung, die die beiden haben. Ich habe keine Ahnung. Es kann eigentlich nur Kacke sein, was jetzt kommt. Es ist so traurig, weil die Autorin kann es halt wirklich. Es ist so toll geschrieben, man fliegt durch die Seiten, es ist so rasant, es hat so eine Schnelllebigkeit und das liebe ich, das ist so super. Aber dass halt diese Geschichte jetzt nur anhand dieser Liebesgeschichte einfach Plot hat und nur darauf reduziert wird, das nervt mich so. Das nervt mich tierisch, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie enttäuscht ich war, weil ich wirklich so viel Potenzial in dieser Geschichte gesehen habe. Ja, ist echt zum Heulen. Ist echt zum Heulen. Ja, und dann die Rote Königin. Wir sind immer noch im Spoilerteil, Leute. Wir sind hier immer noch im Spoilerteil. Die Rote Königin. Was waren denn die Dinge, die ich vorhergesehen habe und die leider für mich das Buch so ein bisschen zu einer langweiligen Nullnummer gemacht haben, weil ich halt die ganzen spannenden Momente nicht spannend fand. Ja, was ist denn passiert, als ich diesen Satz gelesen habe?
keine Ahnung, sie kam nach Hause und alle ihre Brüder waren da, bis auf der eine. Und ihre Mutter sagt zu ihr: Dein Bruder ist tot. Was denkt sich Hannah? Der Bruder ist nicht tot. Und was passiert? Der Bruder ist nicht tot. Natürlich ist er nicht tot. Natürlich ist er nicht tot. Er lebt. Er lebt zum Schluss noch. Na klar. Wisst ihr, ich lese diesen Satz: Der Bruder ist tot. Und das Erste, was mir in den Kopf kommt: Der Bruder ist nicht tot. Ne? Man weiß ja, dass sie Kräfte hat. Das heißt, als sie in dieses elektrische Netz gefallen ist, wusste ich ja, okay, es passiert nichts. Ich weiß ja, dass sie Kräfte haben wird. Ich weiß ja, da werden sich jetzt wahrscheinlich ihre Kräfte materialisieren. Man wird jetzt erkennen, was sie für Kräfte hat. Klar. Als sie mit Maven anbandelt. Leute, es kann mir doch keiner sagen, dass nicht offensichtlich ist, dass sie wahrscheinlich zum Schluss mit Cal zusammenkommt. Okay, eine 98-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie mit Cal zusammenkommen wird. Ja, vielleicht macht sie es doch anders. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht dreht sie das Ganze, ne? Maybe. Aber ich gehe davon aus, dass sie es nicht tut. Ich gehe davon aus, sie wird mit Cal zusammenkommen, unsere Protagonistin, unsere Mare. Und als sie dann mit Maven anbandelt und der total süß zu ihr ist, ne? Sie werden so gezwungen, sich zu heiraten und er fügt sich dem, obwohl sie sich nicht kennen und sie steht ja eigentlich auf Kerl. Und dann bandeln die an und er ist total süß zu ihr und total nett. Und ich auch wieder, ne? Ich immer mit meinen Sprachnachrichten. Ich könnte eigentlich in meinen Sprachnachrichten nach 50 Seiten die ganzen Bücher erzählen, ja? Also es würde auf dasselbe rauskommen, als wenn ich es lese. Ich habe nämlich eine Freundin. Genauer gesagt, Anna Nigra, die liebt ja diese Buchreihe und ich finde es fantastisch. Ich würde sie auch gerne lieben und ich habe echt die Hoffnung, dass ich vielleicht Teil 2, 3, 4 dann lieben werde und dass es danach für mich zu einer Highlight-Reihe wird. Auf jeden Fall ist es von ihr eine Highlight-Reihe und habe ich ihr eine Sprachnachricht aufgenommen? Ich glaube schon. Auf jeden Fall habe ich ihr so geschrieben, so, ja, ich hoffe, dass die Autorin den Charakter von Maven nicht zerstört. Was hat sie getan? Genau das. Ich meinte damit, ich hoffe, dass Maven nicht irgendwann böse wird. Was ist passiert? Yay, hurra, er ist böse geworden. Natürlich. Ja? Ich dachte mir so, es könnte doch auch mal der sein, wo man es nicht erwartet. Nein. Es soll wohl vorhersehbar sein. Der Leser soll wohl wissen, dass sie mit Cal zusammenkommen muss, weil Maven ist ja jetzt böse. Es hätte doch auch mal der unscheinbare Bruder sein können. Wisst ihr, was ich meine? Es muss doch nicht immer der offensichtliche sein. Es hätte doch mal der unscheinbare Bruder sein können. Aber nein, er wird dann böse. Und da denke ich mir so, warum? Ja, ich hab's gewusst, Leute. Ich hab's kommen sehen. Und das stört mich halt so, dass ich immer so die größten Punkte. Und Leute, versteht mich nicht falsch. Sowohl in Knights als auch in Die Rote Königin gibt es fantastische Szenen. Die Szene, wo Cal seinen Vater umbringen muss, ich habe Gänsehaut gehabt. Ich fand das so toll. Aber allein aufgrund der Tatsache, dass ich einfach wusste, dass Maven böse wird und er in dieser Szene böse geworden ist, hat für mich die Spannung da rausfließen lassen, wie aus einem Luftballon, wo man mit einer Schere gegenhaut. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist einfach so schade, weil ich würde diese Bücher gerne lieben. Aber wenn ich halt so viel von diesen Büchern vorhersehen kann und die Spannung dadurch flöten geht, können das für mich keine 5-Sterne-Bücher gewesen sein. Ich meine, bei Knights sind auch ganz viele andere Faktoren, die dazu spielen. Aber hier in dem Fall, ich fand die Story gut aufgebaut. Ich fand, es gab unfassbar coole, bombastische Szenen. Aber ich habe wirklich drei, vier Sachen vorher gewusst, wirklich nach 50, 60, 70 Seiten habe ich diese Dinge gewusst. Noch während ich die Sätze gelesen habe, habe ich gewusst, was passieren würde. Und wenn das dann wirklich passiert und man darin bestätigt wird, dann kann das kein Buch werden, das ein Jahreshighlight wird. Ich finde, ein Buch muss überraschend sein. Ein Buch muss Wendungen haben, die man nicht vorhersieht. Wie ja zum Beispiel bei Die Überlebenden. Es geht, Leute, das geht. Auch wenn man in dem Genre Jugendfantasy ein Buch schreibt, kann man das so schreiben, dass der Leser nicht vorhersieht, was passiert? Und wenn man das nicht schafft, ja, ne, dann kann, also für mich kann das keine Jahreshighlights werden. Zum Beispiel bei Crave. Crave ist eine Geschichte, die unheimlich viele Klischees beinhaltet, ja. Aber trotzdem ist da so viel passiert, was ich nicht hätte vorhersehen können. Ja, auch bei Crave kann man vorhersehen, mit wem sie zusammenkommt. Obwohl ich weiß, dass es eine Dreiecksbeziehung im zweiten Teil angedeutet wird und vielleicht kommt sie ja nicht mit Jackson zusammen, wer weiß. Aber trotz allem konnte ich die Handlung von Grave nicht vorhersehen. Ne? Was ihr passieren würde, konnte ich nicht vorhersehen.
Und deswegen ist es für mich eine andere Kategorie als jetzt die Rote Königin oder Knights. Und das ist einfach schade, weil ich so das Gefühl habe mittlerweile bei Jugendfantasy, ich darf es nicht so genau lesen, weil wenn ich auch nur ein bisschen drüber nachdenke, weiß ich schon, wie es ausgeht. Wisst ihr, was ich meine? Diese Angst sitzt jetzt in meinem Kopf, weil ich in diesem Monat einfach zwei Bücher hatte, wo das genau so war. Wo ich nach wirklich wenigen Seiten in der Geschichte was gesagt habe, was sich zum Schluss bewahrheitet hat. Und ich meine wirklich diese Sache mit Knights, mit Merlin, ne? In einer Sprachnachricht, nach 80 Seiten habe ich das gesagt, so zu meiner Freundin, so, ach ja, spekuliere einfach mal, vielleicht stammt sie ja von Merlin ab und mit Dex ist auch irgendwas komisch, vielleicht ist er ja Merlin. Ich hielt das für vollkommen blöde, aber zum Schluss war es genau so. Also, meh, meh einfach, Leute, meh. Ja, also wie ihr seht, obwohl dieser Monat fantastisch ist, was Jahreshighlights angeht, ich habe drei unheimlich tolle Jahreshighlights, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Jugendfantasy mit Kitsch-Teenie-Gefühlen, ne? Dann eine Coming-of-Age-Geschichte mit einer LGBT-Figur, die unheimlich toll ist. Und dann ein belletristischer Roman, der einfach nur fantastisch ist, in ganz vielerlei Hinsicht unheimlich toll gemacht ist, auch in psychologischer Hinsicht einfach nur damn, ne? Und dann hatte ich aber auch mehrere Dinge. Also, Leute, es ist ja immer so, ich reg mich immer sehr auf. Und danach denkt man dann immer, dass ich diese Bücher gehasst habe, was überhaupt nicht der Fall ist. Die Rote Königin war für mich ein absolutes Mittelmaß, ne? Ein sehr, sehr mittelmäßiges bis gutes Buch, ne? Trotzdem musste ich mich immer drüber aussprechen, weil ich mich über viele Dinge aufrege. Und gerade bei Knights, dieses Buch hat mir bis zur Hälfte so unheimlich toll gefallen, dass ich davon ausging, dass es ein Jahreshighlight wird. Ich bin hier die ganze Woche rumgelaufen und habe in meinen Sprachnachrichten gesagt, oh mein Gott, ich werde ein viertes Jahreshighlight haben. Wisst ihr, was ich meine? Und dass sich dann zum Schluss diese Handlung in so etwas entwickelt, ist halt einfach für mich so enttäuschend, dass ich mich halt auslassen muss, dass ich darüber reden muss, warum das denn so gewesen ist und wieso. Wisst ihr, was ich meine? Das bedeutet aber nichtsdestotrotz nicht, dass ich das Buch kacke fand. Das bedeutet einfach nur, dass es mich sehr enttäuscht zurücklässt und ich jetzt einfach nicht weiß, wie ich es bewerten soll und wie ich darüber denken soll und wie ich dieses ganze Gemisch an Gefühlen jetzt einordnen soll, was ich dazu empfinde. Ja, ihr Lieben. Und ich würde sagen, damit beenden wir mal diesen Lesemonat, weil ich glaube, dass ich sehr, sehr lange gesprochen habe, weil ich einfach so krassen Redebedarf habe. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr diesen Monat so gelesen habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!